Mann, Junge, es war doch keine Absicht. Chill doch mal, Mann. Ja, mach ich doch. Aber komm doch jetzt mal rein, Mann. Es geht um die Zeit, nicht um die scheiß Halbzeit, Mann. Was geht ab, Freunde? Moritz hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und ihr habt es schon im Titel gelesen. Ronaldo Discard Prank. Ja, die ersten beiden Teile kamen einfach bombastisch bei euch an. Und da dachten wir, komm, hauen wir nochmal einen dritten Teil raus. Das Ganze kommt ja jetzt schon fast regelmäßiger als Dream Big. Ich denke, wenn es bei euch gut ankommt, kann man auf jeden Fall noch einen dritten Teil machen. Und heute werden wir auf jeden Fall richtig auf die Kacke hauen und Erne von viel FIFA pranken. Wir sind dann in seinem Account drin, ihr seht das hier auch schon im Hintergrund. Ja, und werden ihn dann einfach mal anrufen und sagen, Bro, wir haben aus Versehen Ronaldo abgestoßen. Mal schauen, ob er darauf reinfällt. Bevor das Video losgeht, haben wir auf jeden Fall noch ein kleines Gewinnspiel, denn FIFA Germany gibt es jetzt ein Jahr auf YouTube. Das ist auf jeden Fall schon eine krasse Zeit. Krass, wie schnell die Zeit auf jeden Fall vergeht. Und ja, Jungs, und zu diesem Anlass verlosen wir auf jeden Fall hier den Phineas Hoodie. Also nicht nur den Phineas Hoodie, sondern auf einfach den Hoodie, auf den ihr Bock habt. Einfach natürlich unseren Kanal abonnieren, dem Video hier mal einen Daumen nach oben geben und dann halt entsprechend kommentieren, welchen Hoodie ihr wollt. Ihr könnt jetzt Phineas kommentieren, ihr könnt Gamer Browser kommentieren oder Tizi Schubech. Ja, oder halt auch für FIFA, worauf ihr halt einfach Bock habt. Und ja, schon seid ihr dabei und dann würde ich sagen, geht es auch schon los mit dem Video. Ja, und im ersten Teil hat Malte ja bereits den E-Sportler Anel geprankt und wie das Ganze aussah, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Es ist einfach ein Albtraum, was heute für einen guten Kollegen von uns passieren wird. Mal ganz ehrlich, mal so ganz nebenbei, das wäre doch jetzt hier ein mega, mega Albtraum. Würde ich jetzt auf diesen A-Knopf hier drücken. Dann wäre Ronaldo weg, dann wären was weiß ich wie viele Coins weg. Und stellt euch das jetzt mal vor, wenn das mit diesem ganzen Verein, mit diesem ganzen Team, mit diesem Set passieren würde. Also Leute, ich werde ihn gleich anrufen und ihm sagen, ey Digga, du kommst nicht mehr in Ultimate Team rein, dein Account wurde gebannt. Und mal gucken, wie er dann so reagieren wird. Deswegen pranken wir einen E-Sportler. Aber auf jeden Fall komme ich nicht rein und es macht mir so den Anschein, dass der Account jetzt entweder gesperrt oder eventuell sogar gebannt ist. Wie meinst du das gesperrt, gebannt? Ja, ich komme auf jeden Fall nicht rein. Da steht... Das ist gar nicht gut. Das ist schon mal gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Wenn sowas schon mal steht, ich habe damit schon mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil... Richtig lang her, so 3,5 Jahre oder so. Aber da wurde mein Account gebannt, was etwa 12 oder so. Das heißt, das war's. Hat einfach keinen Sinn mehr weiter zu stehen. Und dann musste auch unser Zuschauer Daniel dran glauben. Er wurde ebenfalls geprankt, dass sein Ronaldo Record Breaker abgestoßen wurde. Und ja, auch hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Ich werde ihn gleich also anrufen und sagen, dass mir da so ein kleines Malheur passiert ist, dass ich ihn dann halt aus Versehen abgestoßen habe, als ich euch das hier zeigen wollte. Servus, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich war eben gerade auf deinem Account drauf, ne? So, hab mir das ganze Team angeguckt, mega geil, und dann wollte ich darüber halt ein Video machen. Oh, scheiße, ey, warte, ja. Ich trau's mir nicht, ja, zu sagen. Ich wollte die Zuschauer halt so ein bisschen verarschen, wie ich das schon mal gemacht habe. Ja, Ronaldo Discard. Digga, ich bin da aus Versehen auf Ja gekommen. Ich hab den discarded. Nicht dein scheiß Ernst, Alter. Nicht dein scheiß Ernst. 3000 Euro? Ja, Digga. Alter, ja, Mann, jetzt du. Ja, was soll ich machen? Ich kann dich auf YouTube pushen, keine Ahnung, was. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Du hast jetzt 78.000 Coins. Ich weiß nicht, wen willst du da linken Flügel haben? Ja, und alle guten Dinge sind drei und deswegen werden wir heute nochmal Erne pranken. Und ja, ihr seht hier schon, wenn ihr es erkennt, wir werden ihn jetzt gleich anrufen und dann mal schauen, ob er drauf reinfällt. Im Hintergrund seht ihr hier auch schon sein Team, das ist absolut krank, er hat sich das alles selbst aufgebaut. Und nicht etwa hier Coins oder so gekauft. Von daher wäre das natürlich noch bitterer, wenn wir jetzt Ronaldo abstoßen. Ich weiß gar nicht, wie er reagieren wird, ob er darauf reinfallen wird. Und ja, Freunde,
Wir werden ihn gleich anrufen. Ich zeige euch jetzt hier nochmal einmal das Team. Ihr werdet das ja wahrscheinlich eh schon kennen aus Ernés Food Champions Videos. Und ja, mit dabei Messi, Griezmann und Ronaldo da in der Dreierangriffsreihe. Und ja, den linken Flügel, den werden wir heute abstoßen. Zumindest werden wir das Erné erzählen. Ja, Jungs, hier, wenn wir da einfach mal auf X drücken würden, wie krass wäre das? Hier einfach mal auf Ja und den abstoßen. Das würde ich mir, glaube ich, nie verzeihen. Wir gehen natürlich auf Nein. Jungs, wir haben jetzt nicht gerade auf Ja gedrückt, oder? Jungs, ich habe jetzt nicht wirklich Ronaldo abgestoßen. Jungs, ich hoffe, ich habe den jetzt im Verein abgelegt. Das sah gerade kurz aus, als hätte ich den wirklich abgestoßen. Aber das glaube ich auf jeden Fall nicht. Er wird jetzt hier im Verein sein. Messi, Hazard sind da. Aber wo ist Ronaldo, Jungs? Jungs, wo ist jetzt hier Ronaldo? Es sah kurz aus, als hätte ich ihn wirklich abgestoßen. Ja, dann wird er wahrscheinlich auf der Transfer. Null Objekte, Jungs. It's just a prank. Jungs, das war natürlich nur ein kleiner Scherz hier. Ich hoffe, ihr hattet kurz einen kleinen Schreck. Wir lesen immer die Kommentare. Was wäre, wenn ihr da jetzt wirklich auf X kommt und den wirklich abstoßt und abstoßt. Und wir haben ihn natürlich nicht abgestoßen. Ronaldo ist noch am Start. Erné kann weiter die Top 100 in Angriff nehmen. Und ja, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Haut rein, Jungs. Und ciao.